Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Großbritannien will Brexit-Abkommen nachverhandeln. Das Unterhaus stimmte für einen Antrag, die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland im Brexit-Vertrag zu überarbeiten. Premierministerin May hatte den Vorschlag unterstützt. EU lehnt Brexit-Nachverhandlungen über sogenannten Backstop ab. Chefunterhändler Barnier bestätigte am Morgen die Aussage von Ratspräsident Tusk. Dieser hatte gestern mitteilen lassen, dass das Austrittsabkommen nicht für Nachverhandlungen offen sei. Die Linie sei mit den übrigen EU-Mitgliedstaaten abgestimmt. Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre kommt. Mit den Stimmen der Opposition wurde die Einrichtung im Verteidigungsausschuss beschlossen. Die erste Sitzung soll noch heute sein. Hintergrund sind millionenschwere Beraterverträge, die das Verteidigungsministerium vergeben hatte. Terrorverdächtige in Schleswig-Holstein festgenommen. Die drei Iraker sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft einen islamistisch motivierten Anschlag geplant haben. Ein konkretes Ziel hätten sie noch nicht gehabt. Die Verdächtigen sollen nun dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Bundeskabinett will Veränderungen beim BAföG auf den Weg bringen. Bedürftige Studenten und Schüler sollen künftig mehr Geld bekommen. Auch Kinder von Eltern sollen profitieren, deren Einkommen knapp über den derzeitigen BAföG-Grenzen liegt. Das Wetter: im Westen und Südwesten zeitweise Schneefall, in den Niederungen Regen. Dazu im Südwesten sehr windig. Im Osten teils bewölkt, aber trocken. -2 bis +5 Grad.